Liebe Bridgeterin, liebe Bridgeter, am 31.03. findet der Frühlingsempfang von Bridget statt. Nach mittlerweile über 3 Jahren haben wir endlich wieder die Möglichkeit, mit gutem Gewissen und ohne Corona-Auflagen einen Frühlingsempfang zu organisieren. In diesem Jahr möchten wir auch wieder eine Ehrenbürgerschaft verleihen. Welche Person ist es, die wir dort auszeichnen möchten? Welche Person ist es, die sich besonders für Bridget eingesetzt hat? Mehr dazu am 31.03. im Alten Heizwerk. Der Frühlingsempfang steht aber grundsätzlich auch im Zeichen des Ehrenamtes. Wir möchten dem Bridgeter Verein die Möglichkeit bieten, die Bühne des Empfangs zu nutzen, um für ihren Verein und für ihre Aktivitäten zu werben. Sie haben auch die Möglichkeit, zum Beispiel ein paar Ehrenamter oder Teams aus ihrem Verein besonders hervorzuheben. Damit aber alle Vereine die Chance haben, die Bühne zu nutzen, bitten wir um 3 Minuten pro Verein, also kurz und knackig. Wir freuen uns auch auf den Auftritt vom Spielmannszug Bridget und einen weiteren Überraschungsgast. In diesem Jahr haben wir uns dazu entschieden, neben den gezielten Einladungen auch interessierte Bürgerinnen und Bürger aus Bridget die Chance zu geben, teilzunehmen, sich mit anzumelden. Grundsätzlich gilt dabei für alle Teilnehmer, die dabei sind, einen Kostenbeitrag von 10 Euro. Den bitten wir zu überweisen und diese Überweisung gilt gleichzeitig auch als Anmeldung. Das bietet uns als Stadt Bridget die bessere Planbarkeit und Verbindlichkeit bei der Teilnahme am Frühlingsempfang. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme, wir freuen uns auf den Frühlingsempfang. Herzliche Grüße im Namen der Bridger Stadtvertretung, Ihr Christian Schmidt.